Die Erzrivalen Ferrari und Lamborghini seit über 4 Jahrzehnten. Damals beschwerte sich der Traktorenfabrikant Ferruccio Lamborghini über Mängel seines Ferrari bei Enzo Ferrari. Die Antwort des Kommendatore war ebenso lapidar wie folgenschwer: Bleib du bei deinen Traktoren. Die Ära des Stiers war geboren und das springende Pferd wurde zum roten Tuch. Der stolze Ferruccio baute fortan seine eigenen Sportwagen. Das Duell der Jetztzeit heißt Ferrari F430 gegen Lamborghini Gallardo. Ferrari gehört mittlerweile zu Fiat und Lamborghini zu Audi. Für persönlichen Zwist zwischen stolzen Firmenchefs ist da kein Platz mehr. Doch immer noch geht es darum, wer den besten Sportwagen in der Emilia-Romagna baut. Zylinder im Ferrari, 10 im Lamborghini, 1:0 für Sant'Agata. Der Ferrari tänzelnd und leichtfüßig wie ein springendes Pferd. Der Lamborghini brutal und schwer zu bändigen wie ein Kampfstier. Ausgleich Maranello. Doch hier geht es weder um Logik noch um Zahlen. Ferrari oder Lamborghini, das ist eher eine Frage der Philosophie. Der F430, ein Genuss wie ein gut gelagerter Sangiovese. Mit ähnlicher Farbgebung, allerdings mit wesentlich eindrucksvollerem Abgang. Der Gallardo wirkt dagegen zäh wie ein alter Aceto Balsamico. Dennoch 500 PS machen den Lamborghini zu einer eindrucksvollen Fahrmaschine. Bei abgeschaltetem ESP gelingt es sogar, trotz Allradantriebes lässige Drifts hinzulegen. Dazu erklingt das satte Crescendo des V10. Die Formen, Spiegelbilder der unterschiedlichen Charaktere, beim Ferrari harmonisch fließend und innen in Kohlefaser gebackene Formel-1-Anmutung. Der Gallardo, ebenso kantig wie sein Charakter. Im Innenraum ein Audi, Qualität. Immerhin sitzt man wie in einem Sportwagen, tief und flach. Gallardo und F430, knapp 1000 PS, unter Glasvitrinen eindrucksvoll in Szene gesetzt. Aber wehe, wenn sie losgelassen, eine Gischtfontäne und los zum Horizont. Der Gallardo kann nur im Regen mithalten, dank Allrad, sonst liegt der Ferrari vorn. Denn er wiegt fast 200 Kilo weniger. Die Werte von beiden auf trockener Piste machen dennoch Eindruck. Das Sportwagenduell wird auf dem Rundkurs entschieden. Der Ferrari fährt sich spielerisch. Der Lamborghini verlangt nach starker Hand. Der Ferrari leistet 490 PS bei 8500 Umdrehungen. Der Lamborghini 500 bei 7800. Der Ferrari ist ein technisches Kleinod. Der Lamborghini ein Dampfhammer.
Der Ferrari gewinnt. Antrieb, Handling, Fahrsicherheit, alles erste Sahne. Der Lamborghini ist laut, hart und erfordert hohe Bedienkräfte. Ein Kraftprotz, wie es sich für ein Lambo gehört.